Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Es wird kein klassisches Review vom Polestar 2, den habe ich schon mehrmals testen können. Dieses Mal habe ich ihn allerdings sehr lange im Alltag testen können. Über die Feiertage, über den Jahreswechsel. Ich hatte eine relativ lange Möglichkeit, dieses Auto im Alltag zu testen. Ihr habt es vielleicht auch schon erkannt, gehe ich gleich näher drauf ein. Das ist die Performance Edition, also das Top-End-Modell mit der vollen Ausstattung habe ich mir angeschaut. Und ich möchte euch kein klassisches Review heute geben. Ich habe ja letztes Jahr einige veröffentlicht und viele Elektroautos getestet und ich habe mir über die Feiertage so ein bisschen auch die Frage gestellt, was ist mir eigentlich bei einem Elektroauto wichtig? Welche Punkte müssen für mich abgehakt sein? Auf welche Punkte lege ich besonders viel Wert? Dass der Polestar 2 ein gutes Auto ist, dass er gut auf der Straße liegt, dass er viele Performance hat, dass er mit Dual-Elektromotor mit über 400 PS durchaus gut vom Fleck kommt, das muss ich euch, glaube ich, nicht nochmal erzählen. Und ich muss euch auch sagen, nach einem Jahr, viele Kritikpunkte sind bei mir verschwunden. Es gibt hier und da noch ein paar kleine Bugs. Zum Beispiel die Sitzheizung geht ganz gerne mal aus während der Fahrt. Die Verkehrsschilderkennung ist immer noch nicht optimal. Aber das sind Punkte, die kann man noch zusätzlich mit Software verbessern. Einige Bugs, die ich da vor einem Jahr hatte, sind nicht mehr vorhanden. Aber was ist mir eigentlich bei einem Elektroauto wichtig? Das sind die Punkte, auf die ich heute mal eingehen möchte mit euch. Ich möchte das Ganze natürlich anhand des Polestar 2 erklären und werde euch dann auch, falls ihr euch vielleicht für das Auto interessiert, euch erklären, ob das für mich persönlich ein gutes Elektroauto ist. Also es gibt gute Autos, aber es gibt auch gute Elektroautos. Heute will ich die Frage klären, ob der Polestar 2 ein gutes Elektroauto ist. Es sind subjektive Sichtweisen, das sei an dieser Stelle angemerkt. Nicht jeder mag jeden Punkt oder nicht jeder legt auf jeden Punkt so viel Wert, wie ich das vielleicht tue. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Falls euch weitere Reviews dieser Art interessieren oder auch Tech-Videos im Allgemeinen, lasst auch gerne noch ein Abo da. Falls euch das Video hilft oder vielleicht auch einfach nur gefällt oder unterhält, lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Würde mich natürlich auch freuen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Bevor wir zum ersten Punkt kommen, fange ich doch vielleicht ganz kurz mit einem Punkt an, der mir persönlich wichtig ist, der jetzt aber vielleicht nicht allgemein für ein Elektroauto wichtig ist, und das ist die Tatsache, dass wir hier eine ganz klassische Limousine haben. Mal kein SUV, gibt nicht viele Limousinen in diesem Bereich. Model 3, BMW i4 sind eigentlich so die einzigen richtig großen Konkurrenzen in dieser Klasse. Finde ich ganz schön, dass wir auch mal eine klassische Limousinenform haben und nicht nur diese SUVs. Aber die erste Frage, die mir mal gestellt wird bei einem Elektroauto ist, wie weit kommt man damit? 78 Kilowatt Stunden steht auch hier unten auf dem Auto drauf, hat der Polestar 2. Und da werden wir bei meinem Punkt der Reichweite. Man spricht von über 450 Kilometern WLTP-Reichweite. Ich würde mal sagen, da können wir ein bisschen was abziehen. Aber im Winter, wenn man ein bisschen sparsamer fährt, kommt man da auch gute 350 Kilometer weit. Ich würde mal sagen, was mir wichtig wäre bei einer Reichweite bei einem Elektroauto ist, dass wir so mindestens 400 Kilometer WLTP-Reichweite haben, denn damit legen wir auch gerne mal eine Strecke zurück mit Autobahn hin und zurück, die dann jeweils 100 Kilometer, also einfach beträgt. Das will ich dann schon fahren können, ohne dass ich jetzt vielleicht am Schnelllader hängen muss. Also wie gesagt, Reichweite ist gut, geht besser. Model 3 hat fast 100 Kilometer mehr Reichweite. Muss man an dieser Stelle natürlich auch erwähnt haben. Aber die Reichweite finde ich ganz passabel. Ist natürlich auch ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Beim zweiten Punkt bleiben wir doch direkt in dieser Ansicht von hinten. Und das ist der Ladeanschluss oder natürlich die Ladeleistung, die Ladegeschwindigkeit. 11 kW am AC-Lader finde ich tatsächlich passabel. Da geht ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich das, womit man leben kann. Upgrade gibt's nicht, aber zum Glück nicht diese 7,5 kW, die manche Elektroautos haben. Also 11 kW sind absolut passabel. 150 sind es am Schnelllader, also wenn ihr den CCS-Anschluss dann dementsprechend nutzt. Das ist okay, erhält die Ladegeschwindigkeit am Anfang auch sehr zügig, wenn er da an den Lader ankommt. Aber ich muss auch sagen, was mir aufgefallen ist, er fällt manchmal, ich weiß nicht, ob es jetzt auch nur am Winter lag, relativ schnell ab. Und ich hatte durchaus einige Ladevorgänge mit dem Polestar 2 und da war die Ladeleistung dann teilweise auch schon mal gerne bei. Ich hatte auch schon Momente, da war ich bei 70 kW, 80 kW, als ich dann die 50% überschritten habe. Da geht mehr. Da hat zum Beispiel Audi mit dem e-tron gezeigt, dass sie 150 kW implementieren können, diese Ladeleistung aber deutlich länger halten können und somit auch schneller laden können. Also da würde ich mir vielleicht wünschen, dass bei der Ladegeschwindigkeit in Zukunft noch mal ein bisschen was kommt, dass man da vielleicht einfach ein bisschen schneller laden kann. Ich finde es aber ganz passabel in diesem Fall.
150 kW wird mir ausreichen, nur einfach ein bisschen bessere Ladekurve, dass er die 150 kW länger hält. Und eine Sache, persönliche Vorliebe, ich hätte den Ladeanschluss lieber gerne vorne. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein Elektroauto habt, ihr fahrt in ein Parkhaus rein, habt da die Möglichkeit zu laden, dann ist das ein bisschen komplexer. Wenn ihr das nach hinten machen müsst und mit dem Auto immer rückwärts einparken müsst, Parks sind sonst in der heutigen Zeit gut und vorhanden, auch hier 360 Grad Ansicht. Aber ich persönlich bevorzuge es einfach, wenn ich geradeaus in den Parkplatz reinfahren kann. Für den dritten Punkt habe ich mich mal wieder ins Auto reinbegeben und da möchte ich über die Software kurz sprechen. Die ist mir persönlich im Auto sehr wichtig, aber hier haben wir eine gute Softwarebasis, Android Automotive. War am Anfang ein bisschen verbuggt, ich habe es ja am Anfang erwähnt, mittlerweile läuft das relativ stabil und das sind ja auch einige Dinge, die sich jetzt noch in den nächsten Monaten optimieren werden. Es gibt eine neue Version, Version 12, ich weiß allerdings noch nicht, wie und wann die kommt, aber da tut sich ein bisschen was, finde ich persönlich ganz gut. Die, was mir auch immer wichtig ist, ist die Routenplanung. Die funktioniert hier über Google Maps, was ihr dann nativ im Auto besitzt. Funktioniert auch ganz gut, passabel. Aber da komme ich jetzt zu meinem großen Pluspunkt in diesem Auto. Wenn euch das nicht passt, könnt ihr euch zum Beispiel A Better Route Planner runterladen. Also ihr müsst nicht irgendwie über Smartphone eure Route planen, sondern ihr könnt hier auch tatsächlich Apps herunterladen. Ihr geht dann einfach auf den Google Play Store. Wenn ihr schon mal ein Smartphone bedient habt, dann wisst ihr, wie das funktioniert. Sucht euch eine App raus und die Sache ist geregelt. Was auch dazu führt, dass ihr zum Beispiel Dinge wie einen Browser habt. Da könnt ihr dann ein bisschen auf YouTube browsen und surfen und Videos anschauen, wenn ihr am Schnelllader steht. Ihr habt hier Apps wie Spotify für Entertainment, ist also auch gesorgt am Schnelllader. Die YouTube-App wurde jetzt angekündigt. Ich weiß nicht, warum die jetzt erst so spät kommt. Kommt auch erstmal in die Volvos, dürfte dann allerdings später auch hier verfügbar sein. Also Software ist für mich ein Punkt, der mir wichtig ist, der hier gut gelöst ist. Man merkt, dass Android Automotive als Plattform noch am Anfang steht. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, dass ich so, die Optik hier sieht schön aus, aber dass man das einfach noch ein kleines bisschen schöner gestalten könnte. Aber nichtsdestotrotz, es läuft flüssig, es läuft schnell. Ihr bekommt hier mit das beste, sage ich mal, Betriebssystem geboten, wenn es um Navigation geht. Meiner Meinung nach nativ Google Maps. Und von daher gibt es da von meiner Seite einen Pluspunkt. Software, mir persönlich wichtig, hier vorhanden. Eine Sache noch. CarPlay ist weiter nicht vorhanden, hätte eigentlich 2021 kommen sollen. Wenn ihr also ein iPhone nutzt und das Ganze dann verbinden wollt für iMessage etc., müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber nichtsdestotrotz, als Software gibt es von mir einen Pluspunkt. Für den nächsten Punkt habe ich mich wieder aus dem Auto herausbegeben. Wir machen mal den Kofferraum auf. Mit dieser Funktion, die ich persönlich sehr schön finde, wenn man die Hände voll hat. Da seht ihr den Kofferraum, habe ich zufällig extra für dieses Video natürlich direkt beladen. Ist recht geräumig, allerdings geht er nicht ganz so tief runter, tief rein, aber da ist nicht ganz so viel Platz. Da merkt man natürlich dann, dass es auch eine Limousine ist und kein SUV, also von der höheren Bauform oder kein Kombi. Ist okay, geht ein bisschen besser. Womit ich bei meinem Punkt bin, den man hier durchaus spürt, wir schauen mal hinten rein, da ist nicht viel mehr Platz als in einem VW ID.3. Ich kann hinter mir noch sitzen, allerdings nicht ganz so bequem. Vorne sitze ich gut, aber auch hier dieses in der Mitte, Kadern ähnliche Überbleibsel in der Mitte. Das sind ein paar Punkte für mich vorhanden, wo der Platz, das Platzangebot nicht ganz so optimal ist wie bei einer Elektroplattform. Ja? Also bei einem Model 3, was von Anfang an als Elektroauto geplant wurde, ist durchaus ein bisschen mehr Platz im Innenraum, in dem Kofferraum vorhanden. Und sowas finde ich ganz schön. Auch im Vorderraum ist das gerne mal ein bisschen luftiger. Man merkt, dass der Polestar 2 noch auf einer Verbrennerplattform basiert. Sie haben das gut genutzt, sie haben das gut optimiert, aber da wäre vielleicht noch ein kleines bisschen Luft nach oben, dass man das Ganze für die Größe des Autos, die Länge des Autos einfach noch ein kleines bisschen besser nutzen kann. Und auch beim nächsten Punkt bleiben wir draußen. Wir machen die Motorhaube, ist ja eigentlich im Prinzip keine Motorhaube mehr, auf. Dazu müsst ihr das kleine hier Hebelchen bewegen und dann geht die Motorhaube auf und was mir persönlich wichtig ist, ist ein Frunk. Ja, da ist nicht viel Platz vorhanden, da könnt ihr jetzt nicht großartig Einkäufe unterbringen, gibt es größere, gibt es kleinere, aber es reicht für zwei Ladekabel. Ja? Schuko-Ladekabel, AC-Ladekabel, mehr benötigt man ehrlich gesagt unterwegs auch nicht und ich mag das hier lagern und nicht im Kofferraum, weil ihr habt gesehen, wenn der Kofferraum voll ist und man muss dann mal ans Ladekabel kommen, da will man nicht erst die Einkäufe raustun, Ladekabel rausfilmen. Also ein Frunk, da kann man schön die Ladekabel unterbringen und jetzt im Winter, die sind zwar hier sauber, aber ich hatte dem letzten auch einen Test, da wurde das Ganze sehr, sehr dreckig und da ist man dann auch froh, wenn man das Ganze vorne lagern kann. Also Frunk, an dieser Stelle auch liebe Grüße an die Volkswagen AG, baut sowas doch bitte ein, finde ich bei einem Elektroauto sehr, sehr praktisch. Für diesen Punkt bin ich wieder im Auto und zwar geht es um den Sound. Es gibt drei Punkte. Natürlich ist mir die Soundanlage wichtig. Ich finde es auch mittlerweile ganz schön, wenn Performance-Autos wie diese oder wie auch der Taycan einen elektrischen Sound haben, einen künstlichen Sound. Hat der Polestar 2 nicht, würde ich mir tatsächlich noch wünschen, denn bei so einem Performance-Auto kann das durchaus ein bisschen Spaß machen. Ist mir nicht so wichtig, aber
wäre vielleicht ein nettes Extra für die Zukunft. Aber was mir wichtig ist, ist die Isolierung in einem Auto. Also Elektroautos haben keinen Motor, sind nicht laut, aber ich will dann auch nicht zu viele Windgeräusche oder Abrollgeräusche mitnehmen. Das heißt, das Auto muss gut isoliert sein, muss eine gute Verglasung und eine gute Verarbeitung haben. Der Polestar 2 überzeugt mich hier durchaus. Es ist nicht ganz das Level von Audi. Zum Beispiel, ich hatte gerade vor ein paar Wochen den Audi Q4, der ist nochmal deutlich besser isoliert. Liegt dann tatsächlich, ist tatsächlich auch auf der Autobahn ein bisschen ruhiger, aber ich finde, der Polestar 2 ist angenehm leise. Das Tesla Model 3 wäre hier so mein Negativbeispiel aus der Elektromobilität. Hat sich mit dem 21er Modell deutlich verbessert. Ist noch nicht ganz da, wo jetzt zum Beispiel gleich auch Volvo oder Polestar sind. Wäre ein Punkt, der mir persönlich tatsächlich aber sehr wichtig ist. Denn man fährt nicht immer mit lauter Musik und unterhält sich auch nicht immer. Oder man unterhält sich vielleicht auch mal auf der Autobahn. Und da finde ich es ganz angenehm, wenn eine gute Isolierung vorhanden ist. Was hier im Polestar 2 der Fall ist. Der letzte Punkt ist tatsächlich das Fahrverhalten. Also wie gut liegt dein Auto auf der Straße, wie performant ist das, sind mir natürlich auch Punkte, die mir wichtig sind. Aber ich mache bei einem Elektroauto mittlerweile auch das One-Pedal-Driving. Das bedeutet, ihr müsst die Bremse, wenn ihr fahrt, nicht betätigen, sondern indem ihr vom Gas- oder vom Strompedal geht, rekuperiert das Auto und je nachdem, wie das Ganze dann gelöst ist, wird das Ganze dann von automatisch abgebremst und es kann tatsächlich auch vorkommen, dass ihr stehen bleibt, je nachdem, ob der Autohersteller das so implementiert oder nicht. Und bei Polestar ist das der Fall. Gefällt mir persönlich wirklich gut. Hier ist dieses One-Pedal-Drive tatsächlich vorhanden, wenn ihr das hier seht. Man kann das auch nochmal auswählen, mit ob man es aus hat, ob man es gering oder standardmäßig haben möchte und ob man noch kriechen möchte oder, was ich persönlich sehr mag, ob man zum Stehenbleiben kommen möchte. Ich finde es sehr angenehm, wenn das Auto tatsächlich stehen bleibt an der Ampel und ich dann nur über das Gas- oder Strompedal fahren kann, was hier gut möglich ist, oder optional kann man es eben auch ausstellen, wenn man es nicht möchte. Ist hier wirklich gut gelöst, gefällt mir und ist von mir, für mich persönlich, ein großer Pluspunkt bei einem Elektroauto. Womit wir bei meinem persönlichen Fazit angekommen wären, ich hoffe, die 7 Punkte haben euch so ein bisschen weitergeholfen, dass beim Elektroauto vielleicht in Zukunft andere Dinge ein bisschen wichtiger werden. Das Navi rückt noch mehr in den Fokus, denn eine gute Ladeplanung ist wichtig. Eine gute Rekuperation ist wichtig. Ich persönlich schätze das One-Pedal-Driving. Ihr wollt natürlich auch dementsprechend weit kommen. Ihr wollt auch am Schnelllader, wenn ihr dann mal dort steht, auch ein entsprechendes Ladeverhalten haben. Wenn ihr vielleicht Langstrecke fahrt, wollt ihr auch, dass die Ladekurve aufrechterhalten wird. Das sind alles so Dinge, die lernt man erst dann im Alltag vielleicht auch schätzen, wenn man das vorher gar nicht kannte und dann einfach mal ausprobiert hat. Zum Beispiel das One-Pedal-Driving war für mich ganz am Anfang, als ich das erste Mal ein Elektroauto gefahren bin, was das hatte, sehr ungewohnt. Wenn man sich allerdings mal so 2-3 Wochen im Alltag daran gewöhnt hat, ist es wirklich eine angenehme Sache und mir persönlich mittlerweile sogar wichtig, dass das dementsprechend unterstützt wird und dass ich vielleicht auch komplett ohne Bremse dann im Alltag teilweise fahren kann oder dass ich es auch auf der Autobahn, wo man sich eher ein bisschen rollen lässt, einfach ausschalte. Der Polestar 2 erfüllt die meisten Punkte wirklich gut, teilweise sogar sehr gut. Ich finde, die Software ist gut, die Software hat vor allem sich verbessert, hat noch viel Luft nach oben. Der Google Play Store bietet einfach das Potenzial eines Smartphones in Zukunft mit Netflix, Disney Plus, YouTube App kommen wir jetzt in den nächsten Wochen. Da sind wirklich Dinge dabei, die ich persönlich für die Zukunft als sehr, sehr spannend erachte und da gibt es von meiner Seite einen großen Pluspunkt. Die Reichweite ist okay. Wie gesagt, Tesla Model 3 ist da deutlich effizienter teilweise unterwegs. Der Polestar 2 hat einen teilweise echt hohen Verbrauch, was aber vielleicht auch daran liegt, dass man auch einfach keinen Eco-Modus eingebaut hat. Ihr habt also immer die komplette Performance zur Verfügung und das sorgt dafür, dass ihr im Alltag durchaus auch mal im Schnitt meistens über 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist ein bisschen viel, da könnte man noch mal ein bisschen dran arbeiten, dass das Ganze ein bisschen effizienter wird und man aus dieser Akkugröße einfach noch mal ein bisschen mehr herausholt. Aber es ist nicht schlecht, es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist eine schlechte Reichweite. Da gibt es viele SUVs, die diese Akkugröße haben oder teilweise größer, die weniger weit kommen. Bei der Ladeleistung bin ich auch so halbwegs zufrieden. Wie gesagt, da hätte ich gerne, dass die Ladekurve einfach auch ab 50% weiter aufrechterhalten wird, dass das Ganze vielleicht erst ab 70-80% so stark einbricht. Beispiel Audi, die machen das sehr gut. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich mit dem Polestar 2 sehr zufrieden. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass es eine Limousine auf dem Markt gibt, eine Elektrolimousine und nicht nur diese gefühlt 100 Elektro-SUVs. Teste ich auch gerne, machen natürlich auch Spaß, aber ich persönlich fahre einfach lieber eine Elektrolimousine. Ich habe meinen Verbrenner letztes Jahr verkauft. Ich möchte mir in den kommenden Monaten vielleicht sogar ein Elektroauto holen. Ich werde das Ganze jetzt einfach weiter testen, möchte weiterhin so viele Autos wie möglich testen. Ich wollte euch in diesem Video einfach mal erklären, was ist mir wichtig bei einem Elektroauto, worauf achte ich, welche Punkte sind mir letztes Jahr wichtig geworden und welche Punkte werde ich dann 2020 bei meinen Reviews noch stärker implementieren und einbauen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch, wie gesagt, weitergefallen, weitergeholfen. Bleibt auch gerne dabei und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.